So, damit wir hallo und jetzt kommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausfrage hier in Gran Turismo 7. Wir sind zurück und heute mit einer Folge, auf die ich sehr, sehr viel Bock habe. Weil nachdem wir die Panamerikanische Meisterschaft gewonnen haben, hat der Lute Luca uns mal schön einen Porsche aus dem Hut getaucht. Wir haben einen wunderbaren 997 GT3 bekommen. Es wäre auch ein 993 noch drin gewesen und ein 996. Aber 997 ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Und jetzt kriegen wir noch die wunderbare Ausgabe, wo alle immer sagen, Luca, spar doch dein Geld, sagt das Spiel auch. Luca, gib's doch mal für Tuning aus. Und ich muss sagen, Luca, ich mag dich. Sie haben nun also einen Porsche. Das würde ich so gerne echt sagen. Naja. Herr Fragen, ich habe mir überlegt, Sie für den Porsche Cup anzumelden. Zugelassen sind Autos mit bis zu 56 LP, also wird es mit einem normalen Porsche ziemlich schwierig. Daher empfehle ich Ihnen, das Tuning, den Tuning Shop aufzusuchen und Ihr Auto auf 6 LP oder mehr zu verbessern. Doch Ihre LP dürfen 56 nicht überschreiten, da Sie sonst nicht teilnehmen dürfen. Sollte Ihr Porsche also mehr als 56 LP haben, versuchen Sie, Tuning-Teile einzubauen, die die LP senken. Passen Sie die Einstellungen ein wenig an. Eine Leistungsbegrenzung zum Beispiel wird die Leistung des Motors begrenzen und somit die LP senken. Sie könnten auch die Reifengüte senken oder das Gewicht für Ihren Ballast erhöhen, so ganz wie Sie wollen. Für dieses Menü möchte ich, dass Sie einen Porsche mit maximal 56 LP für das anstehende Rennen vorbereiten. Wenn Sie bereit sind, kommen Sie wieder ins Café. Ich werde Sie erwarten. Okay, wir sollen einen Porsche verbessern. Da sehe ich mich. Ich bin mal sehr gespannt, was wir am 997 noch so optisch anpassen können. Weil es ein GT3, ich weiß jetzt nicht, was man da jetzt noch machen können. Nebenbei 997 GT3 ist schon ein sehr extrem sexy ansehendes Fahrzeug, kann man nicht anders sagen. Das ist schon, das macht schon was her. Aber ich bin wie gesagt, jetzt habe ich so viele Videos über Porsche fahren, mittlerweile so ein großer Porsche-Fan. Ich konnte der Marke früher nichts abgewinnen, wirklich. Ich saß da nicht so, ist jetzt halt ein Käfer. Aber mittlerweile denke ich so, ist das geilste deutsche Auto, was du kaufen kannst. Ich will, also für mich ist auch eins der Lebensziele, das klingt total bescheuert, dass ich das Lebensziel setze, aber Porsche besitzen. Und damit meine ich jetzt nicht 944, 924. Für mich reicht, also 911 ist mittlerweile teuer. Für mich würde auch ein Cayman reichen. Aber da ist schon sehr Bock drauf. So, 600er Score schaffen wir allein mit Reifen. So. Gut, wunderbar. Aber wir wollen ja einen 650er Score, weil die Meisterschaft das für dich haben wird. Dementsprechend würde ich natürlich sagen, dass wir auch auf 650 anpeilen sollten. Und eine Rennabgasanlage bei einem 6-Zylinder Boxer brauchen wir nicht überreden, dass das natürlich asozial sexy wäre. Vor allem 6-Zylinder Sauger. Dementsprechend werden wir hier alles dafür tun, diesem wunderbaren Motor ein bisschen mehr Liebe zu einzubläuen. Wir machen auch schöne Rennbremsen drauf. Ich gebe gerade wieder unnötige Kohle aus. Ich liebe mich. Machen dann noch Gewichtsreduzierung rein. Dann dürfen wir die 650 relativ schnell erreichen. Naja, gut, hier. Der kostet vor allem im Tuning nicht so viel. Das ist mal ganz geil. Ja, ich darf nicht mehr 650 haben. Machen wir 644. Passt. Okay. Bums. Reicht. Reicht. So. Wir gehen erstmal zu Luca und danach gehen wir in GT Auto. Machen wir so rum, ne? Erstmal zu Luca und dann GT Auto. Das finde ich ganz gut. Wie ich sehe, haben Sie einen Porsche mit über 600 LP. Wenn die LP auf über 650 ansteigen, kann er nicht mehr am Porsche Cup teilnehmen. Dann können Sie die LP durch den Einbau bestimmter Tuning-Teile, wie zum Beispiel Motorkraftbegrenzer, reduzieren. Sind Sie bereit? Der Porsche Cup erwartet Sie. Ja, und sparen wir damit freigeschaltet. So. Menü. Porsche. Oh ne, wir sammeln jetzt Porsche. Erwerben Sie alle drei Fahrzeuge, 911 Turbo, 930, Carrera RS 964, Carrera RS 993. Neben bei der Kluftsport, den wir gerade hatten, den gibt es entweder nur da zu gewinnen oder den gibt es halt beim Gebrauchtwagen-Dealer, da war er letztens für über 400.000. Nebenbei der 993 Carrera RS oder 993 Turbo oder insbesondere der 993 GT ist so mein absoluter Traum 911er. Es ist für mich der schönste 911er, den es gibt. Aber ich habe auch sehr Bock auf den 964, weil da haben wir rausgefunden, oder haben wir wie in Rennen gesehen, dass das Ding brutal geil auf den Boden schmeißbar ist und liebe ich. Naja gut, also das wird ein sehr leckeres Menü, das wird jetzt geil. Okay. Es ist endlich deine Zeit, sich am Porsche Cup zu versuchen. Ich bin sicher, Sie haben schon viel über Porsche gehört. Porsche ist in Deutschland und in der Welt einer der am erfolgreichsten gefeierten Sportwagenhersteller. Mittlerweile ist der Markenname fast ein Synonym für die legendäre 911er-Reihe und die sollen Sie als nächstes sammeln. Sie können sie gewinnen, indem Sie in den Top 3 im Porsche Cup landen. Sind Sie bereit? Beschaffen Sie 3 verschiedene 911er und bringen Sie mir zum Bewundern. Okay, gehen wir mal rein. Boah, ich muss sagen, alle drei, die wir freischalten, würde ich alle gerne optisch tunen. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht in die Folge rein... Ja, obwohl, wenn wir in die Folge nicht reinkriegen, ne? Ah, ich muss mal gucken, weil ich hätte gerne alle drei getunen. Aber kann auch sein, dass wir uns die vielleicht aufteilen und wir sie nach und nach tunen. Weil wir werden ja immer mal wieder einen 911er nutzen können für irgendwelche Meisterschaften. Weil der 911 Turbo ist geil, der 964 ist geil und der 993 ist geil. Und der 997, den wir hier haben, ist auch geil. Alles geil. Habe ich das schon mal erwähnt, wie geil das hier alles ist? Ob ich mit Wartung pflege, da wollte ich gar nicht. Doch, wollte ich rein. Breit? Oh, 50k, Alter. Nee, das gebe ich jetzt nicht aus. Oh. Boah. Alter. Obwohl das schon sehr viel geiles Auto ausmacht, ne? Aber das... Nee. Oh,
das macht am Heck macht das schon viel aus, ne? Aber machen wir jetzt nicht. Wir müssen mal ein bisschen Geld beiseite halten. Jetzt kommen ganz viele 911er rein, die wir fahren wollen und die kosten alle Kohle. Ja, nee, machen wir jetzt mal nicht. Ich bin echt, ich glaube zusammenreißen, ich glaub's gar nicht. Ich würde den Wagen gerne in Rubinrot vom Porsche machen. Habe ich die Farbe schon? Ich weiß gar nicht mehr. Will ich mal gerade kurz gucken, ob wir die haben. Magenta, Sternrubin. Da, Sternrubin vom Porsche. Ja, bitte. Ultra geile Farbe. In der möchte ich bitte meinen 997 haben. Da habe ich voll Bock drauf. Da habe ich sehr Bock drauf. Und dann gucken wir gleich mal, welche Anpassungsteile es gibt, weil ich keine Ahnung, was man hier noch dran ändern kann, bin ich ehrlich. Spezialfarben. So, Tornado-Rot kommt natürlich auch gut, ne? Natürlich auch schon ganz nett. Aber da Sternrubin. Ja, ich weiß, muss man mögen, aber ich mag's. Mir egal. So, nehmen wir. Rennoptionen. Scheibenkeil kann ruhig noch drauf, gerne. Wunderbar, dankeschön. So, speichern. Speichern einfach unter 911, dann passt das schon. Das ist 91, Lukas. Machen wir jetzt auch noch eine 1 dran, damit es auch glaubwürdig ist. So, wunderbar. Einmal bitte zum Mitnehmen. Und normalerweise wollte ich heute auch keine zweite Let's Play-Folge raushauen, aber ich bin ehrlich, als ich die Porsches freigeschaltet habe, war ich dann so ein bisschen, okay, ich nehme weiter auf. Das war dann schnell um mich geschehen. So, die originalen Räder sind okay, aber nicht ganz so geil. Die Racing Wheels von BBS wären schon geil, aber BBS Le Mans, kann man jetzt halt auch sagen, was du willst. Das wirkt halt auf einem Porsche schon, das wirkt halt einfach gut. Also jetzt kann man natürlich sagen, oh Lukas, du nimmst immer die BBS-Felgen. Und das ist auch absolut richtig. Und es ist mir komplett scheißegal, dass ihr so denkt, weil es macht das Auto einfach schöner. Tut mir leid. Oh, es gibt Anbauteile. Oh! Oh Gott, die sind auch noch teuer. Wunderbar. Schöne Carbonlippe dran. Ja, komm. Was soll der Geiz? Seitenschweller. Runter damit. Heckteil. Ich sehe jetzt gerade als unsere Rennabgasanlage. Junge, sind das zwei schöne Rohre. Das sind richtig geile Rohre. Schön noch einen geilen Diffusor drunter. Oh, fuck. Oh nein, das könnt ihr nicht machen. Nein, 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 wir können hier keinen Ducktail machen, Leute. Oh. Scheiß auf den Ducktail. Okay, ich vergesse mich gerade. Aber ich war gerade erst so... Die können doch jetzt hier keinen Ducktail machen, Leute. Wie soll ich denn da einen Spoiler nehmen wollen? Und dann kommt Typ A und Typ B. Es gibt gar keinen Custom-Spoiler für den, ne? Okay, bei dem kann man keinen Custom-Spoiler bauen, aber Typ B ist einfach ein fucking Cup-Spoiler. Gut. Also, ein Ducktail ist geil, aber eine riesen, verfickt große Frettentheke auf einem Elber ist geiler als ein Ducktail. Das ist ganz einfache Mathematik. Quick Math hier, ey, wisst Bescheid. So. Das machen wir nicht. Abstellparken. Machen wir auch nicht. Sieht bescheuert aus. Glühbirnen machen wir gelb, weil weiß nicht warum. Finde ich irgendwie cool. Nummernschild machen wir weg, weil es geiler. Na, kann man gucken, wie es hinten besser aussieht. Ich mag US-Play lieber. So, oh, Kühlergrill, was? Ach, wir können doch noch so Renngitter vorpacken. Aber die sind ja in Wagenfarbe lackiert. Ne? Obwohl, die können wir natürlich noch umlackieren. Aber die finde ich jetzt... Also, ich mag die Idee, weil man die auch richtig lackieren kann. Aber machen wir erstmal nicht. Wäre so geil, wenn es Sternrubin geben würde. Aber Sternrubin gibt es leider nicht. Ja, dann wären wir halt bei... Bleiben wir bei Rot oder machen wir Gelb? Machen Weiß. Weiß ist clean. Weiß ist schön clean. Das passt. Okay. Unser wunderbarer 911 ist fertig. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie der Wagen sich fährt. Und ich bin vor allem sehr gespannt, wie der Kollege jetzt klingt. Weil 997 GT3 mit der Rennabgasanlage und der Rennauspuffkrümmer, ich glaube, das wird gut. Ich habe das irgendwie Gefühl. Das zwiebelt bei mir. Aber wie gesagt, die anderen drei tunen war dann, wenn es mal passt. Ich will jetzt hier nicht komplett den Rahmen sprengen, vor allem finanziell. Okay, wir fahren Spa, Nürburgring und Autodrom Lajemia. Genau, danke Lukas. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 5 Runden Spa. Boah, ich glaube, wir werden heute nicht mal die ganze Meisterschaft fahren. Ich sag, wie das. Alter Verwalter. Oh, wir fahren Nordschleife. Ach, scheiße, Alter. Warte mal, 650. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Oh. Ich merke gerade, dass das Flügelwerk in den ganzen Aerodynamik uns ganz schön viel in den Leistungspunkten reingefuscht hat. Holy shit. Nebenbei mal runter den Bus. Was soll denn der Scheiß? Das hat natürlich super geholfen, Lukas. Mach weiter damit. Auspuffkrümmer, normal. Ah, fuck, das bringt... Ja, scheiße, wo hol ich denn jetzt die Punkte raus? Fucke die Fuck. Ja, ich muss... Obwohl, Gewichtsreduzierung kann man nicht wieder reduzieren, ne? Scheiße. Ja, fuck, Alter. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass hier mir so viele Punkte rein... Aber, ich glaube, wir würden den Porsche Cup Check aufteilen, dass wir vielleicht 2 Folgen draus machen. Dann können wir auch mehrere Autos tunen.
Ich kann leider keine Gewichtsreduktion rausnehmen. Einmal drin ist drin, ne? Ja, die kannst du leider nicht rausnehmen. Das wäre natürlich geil. Wenn ich auch nicht weiß, wie viel die jetzt ausgemacht hat. Dann holen wir uns Ballast einfach, würde ich sagen. Und gucken, wie es damit läuft. Boah, okay, krass. Ich habe nicht gedacht, dass die Anbauteile, dass die haben mir fast 20 Punkte gebracht, Alter. Also gut, klar, ich habe einen riesen Frittentick auf das Ding draufgepackt. Was, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich dran, was die für eine Funktion haben soll? Ballast, so. Keine Ahnung, wie viel Kilo ich da reinpacken soll. Ich mache mal 120 und dann sind wir bei, oh Gott. Ja, ich nehme mal die ganze Gewichtsreduzierung wieder zurück, aber ist halt so. Beziehungsweise sogar mehr. Wenn ich die Gewichtsreduzierung nach vorne packe oder so, ist scheiße, ne? Weil, na, ist mal so, okay. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Gewicht in der Bude, geht ja nicht anders. So. Eine wunderbare Runde Nordschleife im 907 GT3. Bin ich ehrlich? Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Also auf die Kombination, die feiere ich sehr. Das hier ist also ein Porsche-Rennen. Konnten Sie einen Tune oder dem Reglement spricht? Ein Porsche fühlt sich immer wie eine Erweiterung des eigenen Körpers an. Der Motor klingt super. Diese Autos reagieren gut auf den Fahrer und auch die Karosserien sind sehr robust. Hat er recht. Hallo, ich bin Adriano Carazza. Ich bin ein absoluter Porsche-Fan, weil man dort Autos für Leute baut, die Autos lieben. Mein Vater hat sie auch sehr gemocht. Die Nordschleife ist übrigens etwas knifflig, also nehmen Sie sich die Zeit, um sie kennenzulernen. Über diese lange Strecke kann das etwas dauern, aber sobald Sie sich eingewöhnt haben, macht sie wirklich Spaß. Und ist die geilste Rennstrecke der Welt. Können wir bitte mal kurz darüber reden? So, kleiner Porsche, dann zeig mal, was du kannst. Oh, Alter, diese Heckpartie, ne? Mit dem. Oh, ist der direkt am Lenken. Heilige Mutter Maria! Oh, ey, diese Heckpartie mit dem Flügelwerk und dem Diffusor. Junge, ich kann mich ja gerade nicht zusammenreißen. Ich brauche gleich eine Zeit für mich. Alter Verwalter, ey. Ja, man merkt, dass man GT3 fährt. Man merkt einfach, dass wir jetzt mal kein Ford GT fahren, sondern wirklich ein Auto, was von der Rennstrecke stammt für den Straßenverkehr. Klar, es ist nur GT3 und keine S, aber Alter, wie viel Grip-Niveau der aufbaut. Das ist ja kein Vergleich zur letzten Folge. Boah, dieser Flügel, Junge. Mir geht einer. Boah, der vor uns hat sogar mit Verbreiterung. Wir müssen ihn auf jeden Fall noch breit bauen. Also, wenn der noch breit ist, Junge. Wenn der hier noch breit ist, das ist fucking Cup-Fahrzeug, was wir hier fahren. 6-Zylinder Baby. Boah, das ist ja ein feuchter Traum hier. Nordschleife im Porsche GT3. Darf ich mal? Yes, sir. Leistung, darf ich mal? Boah, okay. Der Turbo und so, die alten sehen auch breit brutal geil aus. Wir müssen sehr viel Geld beiseite legen, damit ich Porsche verbreitern kann. Ich will alle Porsche breit haben. Es fährt sich so fucking gut, ey. Ich habe mich ja letzte Folge so über den GT beschwert, ne? Was macht ihr denn hier? Seid ihr alle besoffen oder was? Über den Ford GT beschwert. Der GT3 macht gerade alles wieder wett, Junge. Das ist ein Träumchen, dieses Fahrzeug. Oh. Hoppa. Ah, ja. Da kommt der Abgang. Hoppa. Oh Gott. Au. Oh, scheiße. Jo, moin. Ja, da habe ich es einmal hier runter. Schön übertrieben. Scheiße. Na gut. Haben noch ein bisschen Zeit. Das ist Gott sei Dank eine lange Strecke. Das ist mir ja schon mal passiert in unserem Nordschleifenrennen. Sag ich mal. Komm jetzt, Acker da. So, ab geht's. Von alter 911 Turbo mit BBSS. Das Spiel hat Geschmack. Klangkulisse, ne? Vor allem der 964 dürfte sogar das Rubinrot drauf haben. Ah, Jungs. Müsst da mal durch. Papa braucht mal ein bisschen Platz hier, komm. Oh, 93 ist so ein schönes Auto, ne? So geil ich den 907 hier finde, der 93 ist für mich halt nochmal einen Tacken attraktiver. Wobei das Ding hier halt einfach so gut ums Eck geht. Holy shit, das ist ein fucking Go-Kart. Du hast so ein direktes Lenkverhalten. Echt geil. Dann eben die Rennabgasanlagen, die macht ihr Übriges. Die macht halt schön, dass wir hier richtiges Klangkonzert haben mit dem Fahrzeug. So.
Oh, sechs Leute haben wir noch. Oh, ja, ja, ja. Beliebte Stelle auch in echt, dass man sich da eindreht, weil Berge auf, Kurve, Kuppe. Da bin ich hinterachse ein bisschen leicht. Wie wir hier aufholen. So, jetzt heißt es hier Vollgas fliegen lassen. Dürfte mit unserem 997 gehen. Ich würde so gerne mal auf den hier Rennreifen draufziehen. Einige Straßenfahrzeuge, die wir haben, würde ich so gerne mal Rennreifen draufpacken, weil das dürfte nochmal so ein Handling-Erlebnis geben, weil das so viel Verbesserung geben dürfte. Oh, scheiße. Boah, Junge, da habe ich es aber gerade noch so mit der Leitplanke gerettet. Puh. Einmal ein bisschen zu viel gelenkt. Jungs, ihr seid es aber auch gut am Übertreiben hier, ne? Darf ich mal? Junge, was eine Frittentheke, Junge! So, schön, schön, schön dranbleiben, komm. So, jetzt Karussell reinfallen lassen. Was natürlich schade ist, es gibt sehr wenige moderne 911er hier im Spiel, also auch 992 also fehlen noch komplett. Ich denke mal, das wird auf Dauer aber noch kommen. Ich würde es stark wundern, vor allem weil Porsche ja eben das Vision GT Kader gebaut hat in Kooperation. Würde mich stark wundern, wenn wir nicht zeitnah auch über den Update-Verlauf neuere Porsche-Modelle auch noch in ihren Spiel bekommen werden. Weil es ist auf jeden Fall eine engere Kooperation zwischen Porsche und Gran Turismo bekannt. Dementsprechend würde es mich stark wundern, wenn die Jungs und Mädels das hier nicht noch weiter ausbauen würden. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr assi, einfach reingeprügelt. Also mal abwarten. Mal gucken, ob wir hier noch den Sieg reinholen können. Wir haben noch ein paar Meter. Jetzt hier runter ins Brünnchen rein. Und auf Platz 3 aufschließen. Alter, der hat den 964, also der 996 ist aber mit Breitbauer, hat aber sehr viel 996 Turbo-Optik dann, holy shit. Darf ich mal. Die ersten beiden haben aber ein paar Meter Vorsprung. Okay, das werde ich glaube ich nicht mehr catchen. 15 Sekunden, Alter. Ja, moin, die haben aber da vorne fliegen lassen. Gut, ich hatte auch zwei Abflüger, ne? War beim besten Willen noch nicht schnell heute. Boah. Dementsprechend, ja, dass es kein Sieg wird, war leider abzusehen. Ach, come on. Geht auf der Kanonenkugel hier. Hoppala, hoppala, komm, komm, komm. Nein, 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 nicht weggehen. Oh, ah, ich wollte gerade sagen, warum wird es denn so rutschig? Ja, es fängt gerade an zu regnen. Die Eifel lässt grüßen. Es fängt an zu regnen. Ich sehe es gerade auch unten hinter mir. Die Strecke kriegt Feuchtigkeit dazu. Ist natürlich nicht so geil. Natürlich ein bisschen aufpassen. Wir haben natürlich jetzt weiche Reifen drauf. Wir haben keine Regenreifen. Ist aber jetzt hier auf der Höhe erstmal egal. Jetzt können wir hier fliegen lassen. Aber ich glaube, die ersten beiden werden wir nicht bekommen. Das Krasse ist, man sieht die Gischt der ersten beiden bis hierhin. Wahnsinn, Alter. Das nenne ich Weitsicht. Holy shit. Oh, komm, 911. Komm, komm, komm. Schön Sechszylinder durchjagen hier. Müssen wir gleich da bergab ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht komplett wegwickel. Weil wir müssen ja Top 3 schaffen, damit wir das Ding den Wagen überhaupt bekommen. Also ein bisschen vorsichtig sein. Leider Rennsieg will nicht drin sein. Da hätte ich halt echt nochmal einen guten Pfund an Tempo dazulegen müssen. Plus halt ein, zwei Dreher weniger machen müssen. Dann wäre da, denke ich, was drin gewesen. So habe ich mir halt leider selber den Rennsieg am Ende verschenkt. Aber ein brutal geiles Rennen war es, nichtsdestotrotz, Alter Verwalter, holy shit. Das war ja mal mega geil, vor allem, weil der 97 halt auch so unfassbar gut ums Eck geht. Weil er halt auch so verdammt gut ums Eck geht, boah, guckt ihn euch an. Der sieht auch mal richtig gut aus, gefällt mir richtig gut. Ja, 96 und 97 vorne, Alter Verwalter, aber war ein geiles Rennen.
Ja, 14.000 gibt es trotzdem zumindest mal aufs Konto. 14.000 gibt es zumindest trotzdem mal aufs Konto. Das ist zumindest etwas. Und den 911 Turbo. Und ich glaube aber, dass wir uns das gar nicht leisten können, die alle auf 600er Score zu bringen. Oder 550er, 650er Score, ich weiß gar nicht mehr. Also auf den Score zu bringen, wo sie sein müssen. Weil 650, genau, weil der 911 Turbo, der alte, wird ein gutes Stück davon entfernt sein. Würde ich jetzt mal so spontan behaupten, wenn ich mich nicht ganz, ganz falsch liege. Können wir ja gerade gerne mal schauen, was der Kollege für einen Score hat. Plus, ich würde gerne an unserem 911 wirklich super gerne Wildbody Kit dran bauen, aber machen wir jetzt erstmal nicht. Der hat nämlich einen Score von 4. Alter, ja, 150 Punkte kostet richtig Kohle. Boah. 150 Punkte können wir erstmal uns schenken. Das wird keinen geben, liebe Leute. Das wird keinen geben, ich sag es euch. Das gibt keinen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal weiter mit unserem 907 erstmal haushalten. Obwohl ich dann gerne den 903 freischalten würde, weil den würde ich gerne auf jeden Fall tunen. Den 903 würde ich sehr, sehr gerne tunen. Da bin ich ehrlich. Den schalten wir uns heute noch frei. Komm, den 903 schalten wir. Wir gehen noch in Rennen rein. Den 903 schalten wir uns noch frei, weil den will ich gerne haben. Und den tunen wir auf jeden Fall noch, weil 903, wie gesagt, ist absolut Traum 911 von mir. Müssen wir machen. Hallo, mein Name ist Tatsuya Sugawara. Mein Gott, wie viele Leute gibt es denn im Spiel? Als Kind sah ich mir einmal den Porsche Carrera Cup an und verliebte mich sofort in den Sound der Autos. Seitdem bin ich ein großer Porsche-Fan. Das RR-Layout von Porsche bedeutet, dass sich der schwere Motor im Heck des Fahrzeugs befindet. Selbst beim Bremsen verlagert sich das Gewicht also nicht zu weit nach vorne und alle vier Reifen können genutzt werden. Es ist ein sehr gut durchdachtes Layout. So gut, dass die meisten noch Mittelmotor wieder umgeschwenkt sind. Naja, gut. So, 5 Runden für meinen Traum 911er. Obwohl Traum, wie gesagt, ist der GT2, aber wie ich ja vor mir sehe, will ich mal behaupten, dass das Bodykit technisch anscheinend umsetzbar ist, dass das zu GT2 Optik geht. Aber ich hätte fast gerne noch einen 907, wobei wir gerne den Ducktail fahren könnten. Ducktail und Breit könnte auch gut aussehen. So, hier ist erstmal trocken. Gut für uns. Aber das Ding hier ein bisschen mehr aufs Eck schmeißen können. Der 907 macht so Böcke. Es ist so ein gut zu fahrendes Auto. Meine Fresse. Entschuldigung, habe ich kurz wieder den Schnupfen bekommen momentan. Ich glaube, es fängt die Heuschnupfenzeit bei mir schon wieder an. Die sind sich aber auch hier am Battle im Porsche Cup, die Jungs. So, darf ich mal. Dankeschön. Freie Fahrt für den 907. Danke, danke. Hoppa. Schön rumsetzen, andere Richtung. Er hat halt, was halt super geil ist, er hat ein brutal direktes Einlenkverhalten. Das hat mich mit dem Ford GT in letzter Folge halt echt abgefuckt. Das Ding war halt so dermaßen schwerfällig. Und der Kollege geht hier richtig geil. Ja, hier ist ein RS Clubsport. Ist halt nochmal die krassere Version vom RS. Den konnten wir nur gewinnen oder eben bei den Gebrauchtwagenhändler kaufen. Da war er letztens drin, aber da hatte ich die Kohle nicht für den. Aber wir kriegen zumindest den normalen erstmal. Ist ja auch schon okay. Wenn man mal gerade oben auf die Karte guckt, so die ersten drei, ne? Man denkt hier, man fliegt hier gerade gut durchs Feld, weil man jetzt schon Platz 9 holt. Aber die ersten drei haben ja so einen Abstand rausgefahren schon. Holy shit, ey. Wir haben 5 Runden, aber trotzdem. Hoppala. Die ganzen 911 mit diesen riesen Frittentheken hier drauf, Junge. Boah, scheiße. Ja, bei Kurvenausgängen, wenn das Problem ist halt, das andere ist Konzept hat den Vorteil, wie ihr erwähnt habt, dass eben alle Reifen nutzbar sind. Problem ist, wenn einmal der Arsch kommt, hast du beim 911er meist richtig die Arschkarte, weil du in dem Moment ja das komplette Gewicht rumwirfst. Beim Mittelmotor oder Frontmotor hast du ja noch ein bisschen Zeit, bis der Gewichtspunkt kommt. Und bei Heckmotor hast du halt wirklich das Problem, dass wenn das Heck rumkommt, du das, den Hauptgewichtspunkt vom Fahrzeug wegwerfst. Und den wieder gegenzukontern, ist halt brutal schwierig. Diese Bremsen packen, Junge, ey. Love it. Dann brauche ich einen zweiten, dass wir ein bisschen mehr Traktion haben. Oh, wunderschön hier aufs Eck, sehr gut. Ich muss aber echt fliegen lassen, um an die erste Gruppe ranzukommen, ne? Da werden wir auf jeden Fall noch ein, zwei Ründchen für brauchen.
da in dem Grüppchen da vorne, die überhaupt aufgeschlossen haben. Ja, Alter. Ich hab so meine Momente, wo er mir wirklich echt das Genick brechen will. Also fünfter habe ich auch schon 9 Sekunden Rückstand. Aber wir dezimieren den Rückstand. Wir kommen ran auf jeden Fall. Ja, da vorne sind sie. Sehr gut. Oh, Junge. Es macht aber einfach Bock. Es macht einfach Bock. Ich sag, wie es ist. Es ist einfach geil. Einfach geil. Oh, ja. Excuse. Einmal Rutschpartie. Hoppala. Ja, da wollte ich außenrum vorbei, aber da geht natürlich irgendwann auch mal der Platz aus. Aber jetzt können wir außenrum. Jetzt können wir außenrum und durchladen. Sehr gut. So, Platz 5 haben wir. 4 Leute waren es noch. Der erste hat mittlerweile 19 Sekunden Vorsprung. Holy shit, ey. Ich fahre die schnellste Rennrunde, aber das kann nicht so viel schneller sein, dass wir 19 Sekunden hier locker holen können, noch in 2 Runden. Glaube ich leider nicht. Boah, schönen Alter. Der Orange und der 6. aber eine schicke Farbe. Kommt gut auf dem Auto. Die 6 sind auch so schön, ey. Das ist so ein 911er, muss ich sagen. Das ist noch so der günstige 911er, der normale 996, der Carrera. Das ist so der bezahlbare von der ganzen Truppe. Also in Anführungsstrichen bezahlbar, halt bezahlbar für den 911er. Leider haben die mittlerweile auch ihren Peak erreicht, dass sie preistechnisch steigen. Und das war so, sagen wir mal, der 911er, den ich die ganze Zeit im Blick habe. Wie gesagt, 993, Traum 911er von mir, aber bezahltechnisch halt Quatsch. Und da hatte ich halt die Alternative für mich, den 996. Aber die kommen leider auch schon in die Richtung, dass sie sehr, sehr teuer werden, leider mittlerweile. So schade das ist. Okay, 14 Sekunden noch. Ja, doch, wir kommen ran. Wir haben ja auch noch zwei Runden. Und vor allem noch ein paar Meter jetzt diese Runde, also. Schauen wir mal, was wir den 907 hier noch rausreißen können. Ja, wir kommen auf jeden Fall ran. Problem ist, wir müssen ja mal gucken. Wir hatten 19 Sekunden, als wir in die Runde reingekommen sind. Mal gucken, wie viel wir jetzt in die letzte Runde dann gleich haben. Ne, vorletzte Runde. Ach Gott, okay, wir haben ja noch 2, stimmt ja. Wir wissen, wie viele Sekunden bei dem jetzt in einer Runde abgenommen haben. Mann, Bruder, bleib doch bei mir. Die Kurve hier, da killt es mich ein bisschen, ey. So, jetzt geht's auf Startziel. Wie gesagt, 19 Sekunden hatten wir bei der letzten Umrundung. Jetzt klappt es 12. Wir haben 7 Sekunden abgenommen. Ja, es würde aufgehen. Wenn wir jetzt die nächsten beiden Runden so durchziehen, geht es am Ende auf. Dann haben wir 2 Sekunden Vorsprung. Holy shit, okay, das wird auf jeden Fall eine Punktlandung. Darf jetzt also die nächsten beiden Runden hier nichts schief laufen, dann ist es auf jeden Fall machbar. Oh shit, wo wir gerade dabei sind. Ja, da schmeiße ich die Karre gerade schon das erste Mal durchs Gemüse. Konzentration. Komm. Wir müssen einen Rennsieg hier im 997 holen. Von Nordschleife war es legitim, da habe ich mich eingedreht. Aber die Aufholjagd hier mit dem Porsche Cup war brutal Laune. Das macht schon sehr Bock. Ist halt wirklich. Da ist ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. Thank you.
noch 9 Sekunden. Doch, 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 das geht auf. Das sollte aufgehen am Ende. Das dürfte aufgehen am Ende. Ja, wir müssen uns jetzt halt da vorne in dieser einen Kurve, darf ich diesmal mich nicht querstellen. Dann könnte das schon mal ein bisschen besser funktionieren. Boah, ja, 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 wieder ein bisschen am Wandern, der Kollege. So, jetzt fahren wir an Platz 2 ran. Die ist mir hier nicht quergestellt, wunderbar. Ja, wir haben pro Runde, jetzt diese Runde ein bisschen weniger als 7 Sekunden aufgeholt. Also, ja, wir müssen jetzt letzte Runde auf jeden Fall Daumen drücken, dass das noch aufgeht am Ende. Das wird jetzt, wie gesagt, eine Punktlandung, wenn wir hier den Sieg holen sollten. Jetzt hier am Platz 2, im 996 GT3 dran. Also, wir müssen alle Porsche in Whitebody dran bauen. Es sieht einfach so viel geil aus, dieser breite Hintern, ey, Wahnsinn. Auf Platz 2 catchen. Und dann müssen wir uns gleich noch an Platz 1 ranmachen. Dass wir da jetzt irgendwie drankommen. Auch vorbeikommen. Ja, rankommen sind wir ja. Wir sind ja dran. Jetzt habe ich Überschuss, jetzt habe ich Überschuss. Jo, noch mal Platz 2, sehr gut. 3,9 Sekunden noch bis Platz 1. Wir haben nicht mehr viel Strecke bis dahin, ey, scheiße. Konzentration, komm, letzten Meter jetzt. Das war ein schöner Drift. Das wird, glaube ich, bis zum Ende nicht reichen. Ich habe ja gesagt, wenn wir keine Fehler machen. Leider hatten wir in den letzten beiden Runden noch einige Fehlerchen. Das war überhaupt nicht clean gefahren. Geht am Ende nicht auf, ne? Wird auch hier kein Rennsieg werden. Schade. Schade, schade, schade. Scheiße, wieder nur Platz 2. Naja, ne, Platz 2. Letztes Mal war es Platz 3. Zumindest Platz 2 geholt. Aber ey, die ersten beiden gehen halt ein brutales Tempo, ey. Und ich habe halt immer so ein bisschen hier und da mal meine Problemchen gehabt. Ein bisschen hatten wir hier und da mal übersteuern und, und. Und das hat dann am Ende halt nicht gereicht, ne? Ey, Junge, Junge, ey. Das waren dann immer so die letzten Meter, die dann am Ende gefehlt haben. Aber wir haben den schönen 911-993-RS freigeschaltet. Mit dem werden wir wunderbar nächstes Mal den 964 freischalten. So sieht es nämlich aus. 964 müssen wir auch irgendwann tunen, wissen wir ja. Aber nächstes Mal hat erstmal der 993 wunderbar auf jeden Fall Prio. Weil, schönes Kfz, habe ich da Bock drauf zu tunen. Der, ja, mit dem toben wir uns nächstes Mal aus. Weil nächstes Mal müssen wir noch ein Rennen fahren, um den letzten Porsche zu holen. Da geht es nämlich noch wunderbar Spar. Ja, Spar mit 9.3 dürfte, denke ich, auch ganz gut Böcke machen. Und wenn ich die Folge auch Böcke gemacht habe, könnt ihr den ganz so gerne einen Daumen rum da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.